Der erste FC Köln im Testspiel in Zell am Ziller in Österreich gegen Werder Bremen in der Saison. Vorbereitung auf die zweite Liga. Auf ging's für den ersten FC Köln. Ganz in Weiß gekleidet und mit Timo Horn im Tor. Er natürlich auch einer der Stützen in der zweiten Liga in der ersten Halbzeit von rechts nach links für den ersten FC Köln. Aber dann die Bremer mit der ersten Möglichkeit. Dritte Minute. Kruse auf den Bremen. Rückkehrer Martin Harnik. Die erste gefährliche Aktion. Und Timo Horn macht das klasse. Steht genau richtig und macht sich breit im Kölner Tor. Dann ging es nach vorne für den ersten FC Köln. Eine gute Viertelstunde gespielt. Da kommt die Flanke von Clemens und Córdoba. Mit dem langen Bein, das dann am Ende aber doch nicht lang genug war. Der erste FC Köln ja im Trainingslager in Kitzbühel gewesen. Sie haben sich dort sehr wohl gefühlt, die Kölner. Und jetzt mit einer Standardsituation Freistoß. Ja, und das endet ganz ähnlich wie zuvor. Der Freistoß von Christian Clemens. Und dann vorne Jonas Hector, der Kapitän und WM-Fahrer, der sich da lang macht, aber auch nicht drankommt. Und dann die nächste gute Möglichkeit für den ersten FC Köln, der jetzt immer besser ins Spiel kam. Luis Schaub, der von Rapid Wien zum 1. FC Köln gekommen ist. Klasse Aktion. Und es sollte so weitergehen. Eine gute halbe Stunde gespielt. Da gab es die nächste Ecke für den 1. FC Köln und Hector am zweiten Pfosten. Artistisch, aber am Ende, zumindest in dieser Situation, nicht erfolgreich. Dennoch ein klasse Test. Der 1. FC Köln, besonders im Spiel nach vorne, in die Spitze, immer wieder mit überraschenden, mit schnellen Aktionen. Jetzt mal wieder die Bremer mit einer Standardsituation. Kainz, der beste Bremer, knapp am Kölner Tor vorbei. Ein Meter mag da am Ende gefehlt haben. Dann nochmal der erste FC Köln. Wieder mit einem schnellen Konter. Noch gute 1,5 Minuten bis zum Halbzeitpfiff. Und dann Girassi nochmal mit einer richtig starken Aktion, kann aber den Bremer Keeper Pavlenka nicht überwinden. Toller Gesamteindruck des ersten FC Köln im ersten Durchgang. Keine Tore zwischen den Rheinländern und Werder Bremen im Zillertal. Der Himmel zog sich immer mehr zu. Noch kein Regen. Ja, und auch noch kein Einbrechen beim ersten FC Köln. 50. Minute, da ging es schon wieder nach vorne. Ein bisschen überraschend das Ganze. Beimo, der Schwede, zunächst dran. Und dann Córdoba mit dem Rücken, der den Ball unglücklich abfälscht. Die nächste Aktion der Kölner, die 68. Minute. Und dann war es passiert. Simon Terodde, der Ex-Stuttgarter und Berliner, hatte ja bei Union zuvor gespielt. Mit dem 1:0 für den ersten FC Köln. Er ja ein Rückkehrer, hat ja früher schon einmal für die Kölner gespielt und hier mit einem tollen Tor im Zillertal gegen den Bundesligisten, gegen Werder Bremen, der jetzt natürlich was versuchen musste. 77. Minute, die Chance für Bremen. Jan Niklas Beste da beteiligt. Ja, und dann brachte Jannis Horn seinen Keeper Timo Horn ein wenig in Bedrängnis. Das Ganze letztendlich ohne Auswirkungen. Die 86. Minute. Wieder ging es nach vorne für den ersten FC Köln. Dieser Schuss von Vincent Cossiello ein bisschen zu hoch, aber auch das eine gute Aktion. Da ist ein bisschen Risiko dabei bei so einem Schuss. Dann die 87. Minute. Die Bremer wollten natürlich noch den Ausgleich, aber das funktionierte nicht. Die Ecke von Kainz und dann Langkamp, der auch im weiteren Verlauf des Spiels hereingekommen war bei den Norddeutschen über das Tor. Der erste FC Köln mit dem goldenen Tor von Simon Terodde, Sieger gegen Werder Bremen. Der FC scheint schon auf einem guten Weg Richtung Ligastart am 4.8. gegen den VfL Bochum.